freue mich sehr, dass sich die Aussteller um etwas sehr Wichtiges annehmen, nämlich um energieschonende Technik. Wir haben Elektroroller gesehen, Elektrofahrräder, die verschiedensten Formen von Solaranlagen. Und das ist schon sehr wichtig, dass auch ein entsprechendes Bewusstsein bei der Bevölkerung geschaffen wird. Die Strudendame ist jetzt wirklich schon von Beginn an. Wie hast du das empfunden? Wie hat es sich entwickelt? Seit wann gibt es es? Was sagst du überhaupt zu dem Angebot? Die Strudendame gibt es heuer schon zum 43. Mal. Und natürlich verändert sich innerhalb von den 40 Jahren sehr viel bei der Messe. Und am Ausgangspunkt war beispielsweise also sehr stark auch Landwirtschaft. Es hat sogar Viehausstellungen gegeben, sogar ja, Viecher, die verkauft worden sind. Was natürlich immer dabei war bei der Strudengauer Messe, ist nämlich, dass das Volksfest sozusagen einfach, dass fürs Vergnügen auch passt. Aber die Entwicklung selber hat sich gewaltig verändert. Und im heurigen Jahr ist der Schwerpunkt ganz massiv in Richtung erneuerbare Energie, Biomasse, Elektromobilität. Also allein an dem sieht man schon, was sich viel verändert hat. Und ein Gedanken noch insofern, ich glaube, dass die Strudengauer Messe und so halt Hauser Volksfest vor allem ausmacht, dass da zwei Vereine dahinter stehen, der Kameradschaftsbund und der Musikverein, die das veranstalten und wo wirklich Leute auch für die Nachbargemeinden freiwillig mithelfen. Das heißt auch, dass es vernünftige Preise gibt, wenn man ins Bierzelt geht. Das ist sozusagen eine Geschichte, glaube ich, was wichtig ist und dass seit Jahren mit dem Marktstandl der Initiative der Waldhauser Wirtschaft, dass aber gerade Waldhauser wieder viel mehr dahinter stehen in den letzten Jahren, als was es früher vielleicht einmal eine Phase gegeben hat, dass sie das gut ergänzt und damit, glaube ich, das sind wahrscheinlich die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Also so vom Programm her, was spielt sich da jetzt so ab eigentlich die zwei Tage? Gibt es da ein Programm? Die zwei Tage gibt es neben dem normalen Programm bei der Ausstellung natürlich Vorführungen für die Elektroautos. Es gibt einen zweiten Standort bei der Hauptstraße für jedes Auto ein Probefahrzeug, wo eben der Besucher dann das Auto probieren kann. Es gibt Vorführungen mit dem Elektro-Traktor, den man gerade im Hintergrund vorbeifahren gesehen hat, oder mit den Mopeds oder mit den Segways. Das ist also für die Besucher alles zum Probieren ist. Obmann vom Musikverein Waldhausen. Also ihr veranstaltet das gemeinsam mit dem Kameradschaftsbund. Wie seid ihr auf die Idee gekommen oder ich meine, warum tut sich sowas an? Naja, grundsätzlich auf die Idee gekommen. Das ist langsam gewachsen, muss man sagen, vor 43 Jahren. Aus gewissen Leuten, die einfach Engagement gezeigt haben und gesagt haben, ja, jetzt machen wir was miteinander. Und mit dem Kameradschaftsbund gemeinsam hat sich das natürlich sehr gut ergeben. Es sind überall fleißige Leute dabei. Und ja, ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Und mir persönlich macht es recht stolz, weil wirklich die ganzen Mitglieder, was da in den beiden Vereinen sind, einfach zusammenhelfen, jeder weiß, was ist zum Tun und dann sieht man, wie riesig die Veranstaltung ist. Ist ja für eine ehrenamtliche Geschichte eigentlich ganz eine super Sache und das funktioniert top eigentlich. Ja. Also die zwei Vereine machen das schon seit 43 Jahren oder ist das die letzten Jahre erst so? Nein, seit 43 Jahren sind wir da mit aktiv dabei und es hat sich dann in den letzten Jahren so entwickelt, dass wir alles selbstständig machen. Es war vorher einmal das Zelt ausgelagert, das hat die Firma Docek gemacht. Jetzt eigentlich machen wir alles selber und da bin ich natürlich besonders stolz auf das. Wir haben jetzt den Bürgermeister von uns, von Waldhausen. Eine Besonderheit, wenn die Strudengauer Messe stattfindet, da in Waldhausen, was bedeutet das für die Gemeinde? Ist da alles auf die Füße? Wie kann man sich das vorstellen?
genauso kann man sich das vorstellen, dass alles auf die Füße ist. Die Hauptinitiatoren sind ja der Kameradschaftsverband und der Musikverein von Waldhausen. Und es sind ja eine Hundertschaft an freiwilligen Mitarbeitern, die da eine Woche vorher, während des Festes und nach dem Fest dann wieder alles wegräumen. Es sind nicht nur die Mitglieder der Vereine vom Kameradschaftsverband und vom Musikverein, auch viele Freiwillige von allen Seiten der Gemeinde, die was da freiwillig helfen. Und das ist für uns natürlich eine ganz tolle Geschichte. Das ist die größte Veranstaltung im Ort, aber auch überregional hat die Veranstaltung, die Stuttgarter Messe, eine sehr große Bedeutung.